Gut. Was sind die Aufgaben des Behindertensportverband Berlin e.V.? Vielfältig. Wir haben mehrere große Säulen, auf denen unsere Arbeit fußt. Wir bilden zum Beispiel Übungsleiter aus, Trainer, die in Berlin auch mit den Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten. Haben das ganze Jahr über aus, weiter Fortbildung, die wir organisieren. Das zum einen. Wir organisieren den ganzen Bereich Gesundheitssport, Behindertensport, Rehabilitationssport, haben insgesamt 3.500 Angebote, die wir in Berlin über unsere Vereine auch organisiert haben. Das heißt, wir machen das ganze Qualitätsmanagement, kontrollieren, verhandeln mit den Krankenkassen und versuchen, möglichst viel Geld auch für die Menschen mit Behinderung in Berlin herauszubekommen. Wir lieben internationale Sportveranstaltungen, das heißt also, wir organisieren mindestens 2 bis 3 hochkarätige weltweite Sportevents im Bereich Behindertensport, wie auch jetzt die internationalen deutschen Meisterschaften Leichtathletik. Das ist so ein kleiner Ausschnitt von unserer Arbeit. Gut. Wie beteiligt sich der Behindertensportverein Berlin e.V. an Ungehindert de Janeiro? Ungehindert de Janeiro, das ist ja auch ein kleiner Traum von uns, dass wir diese Kampagne, die wir begonnen haben, das ist ja unsere Kampagne, um unseren Athleten, den Berliner Athleten, möglichst viel Zugänge auch zum paralympischen Team zu bringen. Und wie beteiligen wir uns darin? Ja, wir sind in dem Sinne ja auch die Keimzelle. Wir versuchen Partner zu finden, die sich an diesem Projekt Ungehindert de Janeiro beteiligen, damit möglichst viele Berlinerinnen und Berliner den Weg nach Rio finden werden. Mit Magnus Berglund haben die Scandic Hotels einen Beauftragten für Barrierefreiheit. Was halten Sie davon? Das ist absolut bewundernswert. Also wir arbeiten mit vielen Hotels zusammen, aber jemanden, der auch nur für die Barrierefreiheit zuständig ist, ist bis jetzt noch nicht untergekommen. Ich kenne den Herrn Berglund ja auch persönlich, ist ein toller Mann, und wenn der auch, glaube ich, so durch sein Hotel durchgeht oder durch sein Hotel durchgeht und guckt, wo eventuell nochmal eine Barriere ist oder eine Lücke, ich glaube, was Besseres kann einem gar nicht passieren, als wenn man so jemanden in seinem Hause hat. Welche Aktionen plant der Behindertensportverband Berlin e.V. in nächster Zeit? Wir machen erstmal einen kleinen Sommerurlaub, um dann im August mit den German Open Rollstuhltennis loszulegen. Ende August haben wir 20 bis 30 Rollstuhltennisspielerinnen und Spieler, die nach Berlin kommen. Das wird so das nächste große Projekt werden. Der September geht in dem Sinne ganz lustig weiter. Es gibt die Kampagne Jugendturnier für Paralympics, also Jugendturnier für Olympia Camp Teda, Jugendturnier für Paralympics, findet auch in Berlin statt. Da sind wir auch mit beteiligt. Das kommt im September im Bereich Schwimmen und Leichtathletik. So, und dann gehen wir eigentlich dann nahtlos in die, jetzt zum Beispiel in die Verhandlungen mit den Kostenträgern, wo wir uns gerade streiten und da erst streiten, neue Kostensätze. Also das wird also auch unser nächstes halbes Jahr beanspruchen. Das sind so die 3 großen Projekte, die vor mir liegen. Großartig. Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für alle Projekte, die jetzt anstehen. Dankeschön. Ja.